Moin Moin zusammen, hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Die Nacht war, ja, ging so. Ab 22 Uhr wurde der Verkehr hier ein bisschen weniger von den Mopeds hier. Aber leider um 5.30 Uhr ging es schon wieder los. Bin ich natürlich wieder aufgewacht und konnte nicht wieder einschlafen. Mist. Und ich habe echt nur so, ja, knapp 5,5, 6 Stunden geschlafen. Deswegen bin ich etwas müde. Und ja, die Sonne schien eben schon, das hat sich richtig wieder aufgeheizt in Scooby und so musste ich sowieso raus. Ja, also, ich bin jetzt ziemlich nah an der Grenze von Vietnam, die heißt Bavit und da wollte ich jetzt heute hinfahren und einfach mal gucken, wie ich das irgendwie hinkriege, dass ich da rüber komme. Also, erstmal muss ich natürlich zu Fuß gucken, ob ich da irgendwie drüben auf der vietnamesischen Seite erstmal rüberkomme und zu fragen, ob ich überhaupt reinkomme mit meinem Auto. Und muss aber auch zusehen, dass ich nicht aus Kambodscha auschecke, weil sonst, wenn ich wieder zurückkommen würde, müsste ich wieder ein neues Visum bezahlen. Das wollte ich ja jetzt auch nicht, weil ich habe ja noch 14 Tage Visum hier laufen. Und falls ich da drüben nicht reinkomme, müsste ich sowieso ja hier weiterfahren. Also ja, ich muss mal gucken, wie wir das klären an der Grenze da. So, Scooby ist die letzten Tage auch wieder gut angesprungen, das ist schon mal sehr schön. Ich habe gestern Abend nochmal auf Google Maps rausgesucht nach Stellplätzen in Vietnam. Also wenn ich da rüberkommen sollte, muss ich da natürlich auch irgendwo stehen. So, und ja, sieht aber auch nicht so gut aus dort. Es ist auch überall sowas von voll. Also man findet kaum einen Stellplatz, der in der Natur mal ist. Das ist echt ein bisschen ungünstig. Ja, weiß ich auch nicht. Da ist gerade einer, der guckt. naja, auf jeden Fall. Ja, weiß ich auch nicht, ob Vietnam nicht genauso schwierig wird wie Kambodscha jetzt da Stellplätze zu finden. Also man kann natürlich sicherlich irgendwo stehen, nur ist es halt die Frage, wie weit ist es von Häusern weg, wie weit ist es in der Natur. So, das ist halt immer die Sache. Und eigentlich möchte ich ja natürlich gerne einsam in der Natur stehen. Und wenn das auch wieder die ganze Zeit nicht möglich ist, dann ist es natürlich schwierig, ne? Boah, die Sonne brutzelt. Ich muss losfahren, ich muss den Lüfter wieder anwerfen. So, ich bin jetzt ungefähr 8 Kilometer vor der Grenze und das ist ja einmal dreispurig geworden in jeder Richtung. Wow, was haben wir denn? Football? Im Stadion oder was? Ja, ich weiß auch nicht. Also ich bin nicht ganz so euphorisch jetzt. Ich bin froh, zwar, dass ich jetzt fast an der Grenze bin. Aber da ich eben noch nicht weiß, wie es weitergeht. So, naja, und das Gefühl aus Kambodscha, so leider nicht so gut im Moment ja gewesen ist. Deswegen bin ich gerade nicht so freudig drauf irgendwie. Ein bisschen schade eigentlich. Ich hätte mir das ein bisschen anders vorgestellt, dass ich, wenn ich in Vietnam einreise, ich mich dann richtig freuen kann und so weiter. Ja, mal sehen, vielleicht kommt das ja noch. Dann klappt's ja. So, wir nähern uns der Grenze und die großen Hotels nehmen wieder zu hier. Und die Mopeds fahren immer in der Mitte. Ja. So. Noch 1 Kilometer oder so. Sind die alle chinesisch oder was? So sieht die Grenze aus hier. So, ich habe jetzt eben auf der kambodschanischen Seite gefragt. Sie haben erstmal rumpalabert, da haben sie gesagt, nee, geht nicht. Und dann habe ich ihnen meine Zollpapiere gezeigt und dann haben sie doch gesagt, ja, okay, Jetzt haben sie doch gesagt, ich kann rübergehen, mal fragen gehen, ob ich reinkomme. So, auf der Seite ist Kambodscha, das ist der Grenzstein hier und das ist Vietnam. Ich bin jetzt offiziell in Vietnam, jawohl. Also noch nicht ganz offiziell, weil ich ja noch nicht Papiere habe, aber ich bin schon mal über die Grenze. Schade, die Fahne weht gerade nicht richtig. So, erstmal da vorne zum Zoll. So, ihr lieben Leute, ich bin jetzt gerade wieder zurück. Ich war eben in Vietnam beim Zoll und habe da ewig rumgewartet und keiner wollte mir so richtig helfen. Die können da kaum Englisch und es konnte nur einer so ein bisschen Englisch und der hat aber zu tun und die andere Dame, die wenig Englisch konnte, die hat mir ein paar Mal hin und her was übersetzt. Danach hat sie gesagt, ich habe keine Zeit, ich muss was tun. So ungefähr hat mich da stehen lassen. Ich habe dann wieder weiter gewartet und dachte, der andere kommt nochmal wieder. Kam aber leider nicht wieder. Und dann
Sie sagte immer noch, ich brauche ein Intermodal Car Paper. Keine Ahnung, was jetzt das sein soll. Das hatte sie außerdem noch gesagt, da war so ein gelbes Büchlein, was Motor Vehicle Cross Border Transport Permit wäre. Wenn man jetzt ein kambodschanisches Auto mit rüberbringen will, dann braucht man dieses gelbe Buch. Ja, und der andere hat mir gesagt, nee, das brauche ich gar nicht. Ich brauche nur dieses Papier, was sozusagen, was ich hier auch in Kambodscha schon bekommen habe, dieses Temporary Permit, dass ich das zum Auto sozusagen mit reinbringen kann. Da haben die nämlich genauso ein Papier auch. Und das habe ich mir jetzt mitgenommen. Jetzt ist natürlich nur ein Risiko, weil ich eben nicht weiß, reicht das aus? Wenn ich das jetzt ausfülle und darüber fahre und auf gut Glück dahin fahre, dann weiß ich auch nicht, ob das geht. Ne? So, dann saß nach hinten noch europäische Leute beim Visa on Arrival Schalter, habe ich gefragt, was kostet das denn hier, das Visum? Dann sagten die, ja, das hängt so ungefähr ab, je nachdem wie viel du bezahlen sollst gerade mal. Und sie meinten, es würde normalerweise irgendwie $25 kosten und sie wollten aber $40 haben irgendwie. Und jetzt haben sie wohl nicht genug Geld und jetzt sitzen sie da und warten irgendwie. Also, keine Ahnung, die sitzen das vielleicht aus, ich weiß nicht genau, wie das gehen soll da. Ja, ich habe ja nur noch $35 und ein bisschen Riel hier von Kambodscha, also zur Not hätte ich auch noch Euro, ne? Aber ja, nun weiß ich auch nicht, ob ich das jetzt versuchen soll hier auf gut Glück und nachher sagen die, nee, ich komme nicht rein und dann müsste ich hier wieder nochmal $35 für das Visum wieder bezahlen, wenn ich wieder nach Kambodscha rein will, ne? Das ist ein bisschen scheiße alles. Das ist so richtig blöd, man hängt in der Luft und weiß nicht, was jetzt richtig ist. Und ich weiß auch immer noch nicht, ob ich da jetzt einen Guide brauche, um zu fahren oder nicht. Keine Ahnung. Puh, tja. Da hinten steht der Scooby und glänzt in der Sonne. Ihr seht da hinten die Sonnenschutzfolie im Auto hinter dem silbernen Wagen da hinten. Ich stehe hier gerade mal ein bisschen im Schatten, weil da hinten ist nur Sonne, ey. Da gehst du wieder ein. Ist hier schon sehr heiß. Was machen? Ich weiß es nicht. Verdammte Scheiße. Ich könnte natürlich auch nochmal zur anderen Grenze fahren und da versuchen. Das Ding ist nur, man muss ja immer das in diesem Papier ändern. Wenn man jetzt einen Grenzübertritt machen möchte, muss man das ja online erstmal ändern. In dieser kambodschanischen Seite und dann wieder ausdrucken. Und da habe ich ja immer keine Möglichkeit, das auszudrucken. Das ist ja immer das Problem. Was auch doof ist, du brauchst natürlich erstmal das Visa on Arrival für Vietnam. Dann kaufst du das da Ding und dann geht es weiter zum Custom und dann sagen sie dir nachher, nö, geht aber nicht hier. Ne? Also ich meine, das ist halt auch immer so abhängig voneinander. Und deswegen, das ist oft noch ein zusätzliches Risiko. Bezahle ich da erst Geld und nachher komme ich doch nicht rein. Tja. So, da vorne ist nochmal der Grenzübergang. Und ich habe mich jetzt entschieden, ich werde die Grenze verlassen. Ich werde es nicht versuchen. Näheres jetzt hier gleich noch, wenn ich mal wieder anhalte. Ich muss jetzt mal noch ein bisschen Gedanken fassen. Ich weiß noch nicht, also einen Plan habe ich, aber toll ist ja auch nicht. Aber gut. Ah, wow, wow. Riesen Hotelanlagen hier und Casinos und ja, Dynasty. Wow, wow, wow. So, ich wollte noch mal eben den Scooby loben. Sehr gut, Scooby, du hast es bis nach Vietnam geschafft. Ich bin sehr stolz auf dich. Du hast super durchgehalten, auch mit den übelsten Pisten, die ich dich geschickt habe. Hast du es sehr gut gemeistert. Wir sind jetzt zusammen 25.000 Kilometer fast gefahren. Wow, was für eine weite Strecke, Mann, Mann, Mann. Echt, vielen, vielen Dank, Scooby, für deine tolle Arbeit. Du hast ja die meiste Arbeit gemacht, ich habe mir nur ein bisschen gelenkt. Ja, Mann. Ja, jetzt ist die Reise leider zu Ende. Oder noch nicht ganz, aber das Ziel ist zwar erreicht worden, aber nicht so wie erwünscht. Aber gut, so ist es nun mal. Das ist meine Entscheidung jetzt und jetzt fahren wir jetzt mal weiter. Guck mal, was noch kommt. Ich bin immer noch auf der Suche nach einer günstigen Tankstelle. Also langsam habe ich nur noch 50 Kilometer Benzin oder so. Aber alles im Moment ziemlich teuer hier. Und bald kommt wieder eine Brücke, sehe ich gerade wieder über einen großen Fluss. Ich weiß nicht, ob das der Weg auch schon wieder ist. Vielleicht. Ich bin gerade an einer Total-Tankstelle.
und wollte jetzt hier 95er tanken. Und dann frage ich aber vorher nochmal, ob ich mit Visa-Karte zahlen kann. Dann sagt er, nee, nee, hat er nicht. Ich so, oh nein. Ey, sonst an jeder Tankstelle könnte ich bisher mit Kreditkarte zahlen. Tja, naja, jetzt muss ich die nächste aufsuchen. Mal sehen. Oh, ist ja wohl unglaublich hier. Ich bin jetzt bei der PTT-Tankstelle, wo ich in Siem Reebok getankt hatte. Hier geht auch wieder keine Kartenzahlung, ey. Was ist mit denen los hier? Ach, ja, muss ich weiterfahren, ne? Ja, schade. Und die nächste Tankstelle hat auch wieder kein Kartengerät. Nehmen wir mal günstiger, Mann. Oh, schade. Das wird knapp. Ah, ist so seltsam, ey. In einem Bereich auf einmal hier ist keine Kartenzahlung mehr möglich. Kann das dann gehen? Ich hatte eben am Straßenrand einen Geldautomaten gesehen von ABA wieder. Da werde ich jetzt eben ein bisschen Geld abheben, um dann Bar an der Tankstelle zu bezahlen. Was soll man hier anders machen? Ich kann ja jetzt nichts hier ewig fahren und nachher finde ich doch keine Tankstelle, wo man nichts bezahlen, wo ich mit Karte bezahlen kann. Und dann stehe ich da. Ja, wollte ich eigentlich ja nicht mehr Geld abheben, aber gut, ich rede ja was jetzt. Es gibt ganz viele Bananas hier wieder. Aber ich habe ja immer noch meine und die sind auch schon wieder überreif. Oh Mann. Ich wollte eigentlich nochmal nach Brot gucken hier. Aber einige Geschäfte haben auch geschlossen, heute ist nämlich Samstag. Unterwegs waren noch ganz viele Tankstellen geschlossen. Tja. Ja, das ist so der normale Supermarkt hier. Aber ich sehe auch kein Brot. Hm. Das gibt's doch nicht, ich habe jetzt kein Glück. Ne? Ich bin jetzt extra zum Geldautomaten, habe da Geld abgehoben in Bargeld. Jetzt fahre ich zu der Tankstelle zurück. Ich sagte mir, er hat kein Super. Oh, er steht oben dran an der Preissäule. Aber er hat einer Säule, hat er es nicht. Ja. Schön. Das ist so geil. Jetzt muss ich nochmal erstmal auf die Karte gucken, ob überhaupt noch eine Tankstelle kommt in die Richtung. Oder ob ich jetzt doch wieder ganz zurückfahren muss. Ey, Mann. So, knapp 290.000 Riel bezahlt für 55 Liter oder so. Oder irgendwie sowas. Leider doch 5.000 hier gekostet, der Sprit pro Liter. Aber oh, so was zu machen, ne? Naja, jetzt hoffe ich mal, dass das Problem gut läuft. Der ruckelt im Moment wieder so ein bisschen, aber es wird immer, wenn er mal unten hat, mal wieder losfährt, ruckelt es ein bisschen. Aber dann läuft er wieder gut. Ja, jetzt kann ich jetzt mal ordentlich Gas geben. Guckt euch das mal an. Das ist ja der Knaller hier. Wie viele Leute haben die denn da stehen? Wie viele Gräber hier vorne? Wow. Das ist einer der schönsten, die ich hier bis jetzt gesehen habe. Wow, es wird eine große Brücke über den großen Fluss. Jetzt machen wir wieder hier Tuk-Tuk-Stau. Die fahren ja auch nicht nach rechts, die Dinger, ey. Dann sind wir auf der Fahrspur, ey. Überflutete Landschaft hier. Nimmst die Häuser sind im Wasser da unten. Und die große Brücke. Ja, der Verkehr, der rollt ziemlich langsam. Ja, dass man nicht wieder der Mekong ist. Staunen sich wieder, was ist denn jetzt? Steigen sie alle ab und machen Fotos oder was ist hier los? Alter, das kann ja nicht sein jetzt. Oh Mann, Mann. Guck dir das an hier. Auch so bekloppt am Anfang und am Ende der Brücke haben sie jeweils so Hoppelschwellen hier, ey. Also, boah, kannst du mit 20 km/h rüberfahren. Aber was bringt das? Auf der Brücke haben sie keine Geschwindigkeitsbeschränkung, ne? Macht viel Sinn. Ach. Ja, die Fahrt ist mal wieder sehr stressig, weil wieder so viele Roller unterwegs sind und immer die Autos auch so langsam wieder fahren zwischendurch. Dann ist dann immer wieder Märkte dazwischen, dann fahren sie alle so langsam und halten an und so weiter. Kreuz und quer. Kommen die Roller wieder alle vorbei an der Seite und dann fahren die Autos wieder langsam und Tuk-Tuks überholen. Indian Style, ja, also man kann auch sagen, hier ein bisschen zu überholen, das ist natürlich nicht so fein, aber anders geht es einfach nicht. Echt. Wenn man so ein Fahrzeug hat,
fahren sie eher schneller, dann fahren sie wieder langsamer, die Autos. Jetzt fahren sie nochmal hoch. So, hier sind irgendwelche Mönche am Feiern mit irgendwelchen Umzügen hier. Hinten auf der Straße. So ein Karnevalswagen war da eben noch. Und hier ist wieder Bum-Bum-Musik. Ja, die Autos, die staunen sich hier mal, ich komme irgendwie nicht voran. So, ich bin eben schon mal vorbeigefahren hier. Ich habe jetzt einen Seitenweg gefunden, der ganz gut aussieht bisher. Fahre hier einfach mal rein und gucken mal. Dann überwiegend natürlich wieder Moped genutzt, aber mal sehen. Auf jeden Fall sind hier ein paar Bäume entlang des Weges. Mal gucken, wie weit wir kommen, ob es da irgendwo eine Stellfläche gibt. Natürlich klar, da oben sitzen ja gleich wieder welche unter dem Dach. Und da hinten ist auch noch wieder mit Mopeds auf den Weg gestellt. Treffpunkt Jugendlicher jetzt wahrscheinlich. Samstag ist ja jetzt... gut. Das war ja ein Versuch. Ich wollte das mal auf die Karte gucken, ich muss erst mal eine Pause machen. Bin so viel gefahren gerade. Und muss jetzt mal schauen, was ich jetzt mache. Also eigentlich ist mein Plan, Phnom Penh zu erreichen. Das sind vielleicht noch 50 Kilometer oder so. Wir haben es jetzt 3:45. Das geht noch. Oh, yo, das sieht ja wieder nach heftiger Regen aus da hinten. Und in die Richtung fahre ich natürlich genau. Ja, hier wieder mal alles überschwemmt. Oh Mann. Schöner Seerosen wieder da drüben war. Eigentlich wollte ich das dann machen in Ruhe, wenn ich angekommen bin an einem Platz, aber hier ist im Moment sieht das ja so aus, als ob ich ein bisschen in die Dunkelheit wieder fahre. Deswegen hätte ich das jetzt mal während des Fahrens. Was habe ich mir überlegt? Also erstmal war mein Ziel ja, bis nach Vietnam zu kommen. Richtig, das habe ich jetzt geschafft. Das war mir auch ganz wichtig, dass ich mein Ziel erreiche. Eigentlich hatte ich ja vorgehabt, in Vietnam komplett einmal durchzufahren, 2000 Kilometer und wieder zurück, meine ich auch. Aber es ist einfach so, ich merke, bei mir ist die Luft einfach komplett raus. Gerade Kambodscha hat mir jetzt hier noch den letzten Rest wieder gegeben. Also ich fliehe schon aus Kambodscha gerade, wirklich, weil das einfach zu chaotisch ist. Keine Ruhe. Da fahre ich doch lieber wieder nach Thailand, habe ich mir jetzt gedacht. Von Thailand aus kann ich auch besser verschiffen. Es ist doof. Aber es ist einfach so, ich habe mir auch auf den Karten vorhin angeguckt, dass es in der Vietnam ja genauso voll ist wie jetzt hier in Kambodscha. Und da wird das natürlich auch wieder super schwierig, schöne Stellplätze zu finden, die mir zusagen. Und es ist einfach so, ich habe gestern auch wieder gemerkt, die Hitze nur heiß. Was ist da denn los? Wo geht's lang? Wahrscheinlich Innsbruck oder was? Es ist einfach so, die Hitze macht mich fertig im Auto. Sei es beim Fahren jetzt oder nachts gestern Abend war auch wieder 31, 32 Grad hier drin die ganze Zeit. Obwohl ich die Luft wieder, aber kein Wind ging halt. Dann immer das frühe Aufwachen morgens, weil Geräusche sind. Dann halt die Einkaufsmöglichkeiten hier in den Ländern auch nicht so ganz optimal. Kambodscha ist auch recht teuer jetzt hier noch. Und von daher habe ich jetzt einfach nochmal vollgetankt, fahre nochmal wieder hoch bis Thailand. Unten den Zipfel dran, damit geht es durch, also den ganz schmalen Zipfel, der unten links ist. Also jetzt von Kambodscha Seite aus gesehen. Und dann mal gucken, also ich werde sehen. Also es sind jetzt noch 200, 300 Kilometer bis dahin, also das heißt, das kann ich morgen vielleicht dann schaffen. Ja, es ist halt so, einige von euch sagen wahrscheinlich, ja, man könnte jetzt ja sagen, ja, du hast es ja gar nicht wirklich versucht und so weiter. Ja, aber das habe ich ja schon geschrieben vorhin, was das für ein Risiko gewesen wäre, was das für Kosten wieder gewesen wären, nur um es zu versuchen. Und dann bin ich halt in dem Land, wenn ich selbst wenn ich reinkommen würde, wo ich aber gar keinen Bock mehr habe, weiterzufahren eigentlich. Also das bringt mir dann auch nichts, ne? Also jetzt klar, ich muss jetzt zwar noch 800 Kilometer wahrscheinlich zurück jetzt nach Bangkok, aber in Thailand ist es wenigstens entspannter. Und da finde ich bessere Plätze und da kann ich vielleicht noch mal wieder ein paar Tage verbringen. Also das heißt, ich muss mich ja nicht unbedingt zwingend beeilen, aber ich war hier einfach in Kambodscha nicht so schön. Jetzt, schade drum, aber naja, das ist eben.
Oh, der Himmel sieht wieder krass aus da hinten. Doch immer so super. Das habe ich in anderen Ländern ja auch schon mal gesehen. Alles ist geplant hier, überall sind Lampenpfähle, aber keine Lampen dran. Ja, entweder überlegen sie sich vorher, ob wir Lampen sich erlauben können einzuschalten, oder sie lassen gleich die Pfähle weg, gespart Geld. Also die Arbeit, die aufzustellen. Irgendwie geil, oder? Ja, in der Mitte gibt es ja ein paar, aber am Rand meine ich jetzt. Ja, zu der Seite sieht der Himmel auch interessant aus, da hinten. Auf den gewollten Berge. Zu der Seite hat es eben geblitzt, da hinten. Ja, aber ich fahre ja zum Glück doch wieder in die hellere Region. Meine Ampel. Ja, sieht schön aus mit den Palmen, so vor dem hellen Hintergrund da hinten. Die Wolken, die noch beleuchtet sind. Was für eine Siedlung ist das denn hier? So, wo ist die Ampel jetzt? Rot, grün, wird es gleich jetzt an. Ach, da hinten. Gerade rot geworden. Na, toll. Ja, einige größere Häuser hier. Einige Jugendliche waren eben auf Kiesbergen da am Rumstehen. Samstagabend Vergnügen hier. Ach, puh, Mann. Ja, man merkt, ich komme langsam etwas näher in bebautes Gebiet. Also Phnom Penh, die Stadtmitte erreiche ich jetzt nicht, weil ich fahre außen rum. Aber man sieht ja schon, es wird überall gebaut, wieder neue Häuser hier. Teilweise noch nicht ganz fertig. Oh, was ist denn mit der Ampel wieder los? Tolle Ampelschaltung, ey. Kommst du an, wird wieder rum. Oh Mann. Soll das so bleiben? Ist das Dachterrasse oder was? Hier wird einfach geradeaus gefahren, okay, fahren ja alle geradeaus. Okay, dann fahren wir jetzt auch. Was ist das denn geil ist? Alle fahren einfach weiter. Okay, mach ich auch. Oh, endlich habe ich ihn gefunden. Meine Güte, ich dachte schon eben, der ist zu, aber der ist zum Glück da noch. Oh. Wird das schwierig zu finden, der Laden. Also das ähnelt immer mehr Indien. Hier rennen auch Kühe über die Straße. Was ist denn hier los, ey? Müll liegt überall rum. Hier in den Gräben und so weiter, überall heftig viel Müll. Mann, Mann, Mann. Also ich komme mir echt gerade vom Müll vor wie in den... Scheiße. So, ich habe mir jetzt noch was rausgesucht in 7 Kilometer Entfernung, weil die Sonne doch schon eher untergeht als gedacht jetzt. Da habe ich nicht mehr so viel Auswahl. Ich muss mir irgendwie auf so ein freies Feld in so einem Industriegebiet oder sowas vielleicht stellen. Mal gucken, wie das da aussieht. Ja, das ist bisher so die unschönste Industriegegend hier. Ja. Naja. Nicht gerade hübsch. Yeah, hier sieht's scheiße aus. Ja, das Feld ist nicht befahrbar anscheinend, aber keine Ahnung. Vielleicht da. Oder ich bleib einfach auf der Straße hier stehen. Mal sehen. Ach ja. Doll ist nicht, ne? Soll man machen, ne? Ach du Scheiße, ich hab die Hundegang aufgehetzt. Ach du Scheiße. Na toll, das fehlt mir ja auch wieder noch Hunde wieder am Auto. Mann, ey. Toll. Ich weiß auch nicht, ob da hinten noch in der Hütte jemand wohnt oder da rechts in dem Schuppen noch was ist. Weiß ich auch nicht. Ach, toll. Ich fahre nochmal 3 Kilometer weiter wieder Feldweg rein. Tja, mal gucken, ob das was ist. Also ich meine, sonst zur Not geht die auch hier noch, aber da vorne war eben noch wieder jemand am Hauschen da und weiß ich auch nicht, ob ich da hinten alleine bin, keine Ahnung. Oh, Feldpiste schon wieder her. Und, was ist das, eine Wohnung da oder was? Ja, so eine Wohnung, was? Ich dachte, das ist ein Industriegebiet hier, wo Hallen, das ist ja Industriehallen. Naja. So, dieser Weg ist zwar recht zugewuchert, aber man kann da reinfahren. Also es ist fest genug und ja, ich denke mal, da kann man erstmal stehen. Man hat zwar ein bisschen die Häuser da hinten, aber ja, die anderen sind auch weggefahren da hinten, die immer rumstanden. Hier ist wieder überall Musik.
Überall schallt verschiedene Musik her aus den Häusern da hinten. Im Hintergrund blitzt es, Gewitter. Oh yeah. So, hier steht der Scooby. Ich habe ihn jetzt einfach mal quer reingestellt hier. Gut. Sehr schön. Ich habe immerhin so noch einen einigermaßen vernünftigen Platz gefunden. Tja. Also das schallt daher wie vom Freimarkt, wie von der Kirmes, weißt du? So überall, sagt er, überall so Buden aufgebaut werden, die verschiedene hier Musik gelaufen lassen. Krass, echt. So, gestern war es ja schon zu dunkel, um noch was zu filmen. Und ich wollte noch dazu sagen, dass ich mich entschlossen hatte, jetzt gestern mit der Ankunft bei Vietnam sozusagen diese Videoreihe erstmal zu beenden. Dass ich jetzt nicht mehr tägliche Videos mache, sondern vielleicht noch ein paar Zusammenschnitte von den Sachen, die jetzt noch passieren, bis ich Scooby im Container habe. Und zu Hause wollte ich dann nochmal ein Resümee der Reise ziehen und darüber nochmal ein Video machen. Und jetzt ist erstmal sozusagen die Fahrt weiter geplant Richtung Thailand wieder zurück. Ja, eine komische Sache war hier gestern Nacht noch. Es war sonst alles gut, war auch ruhig soweit. Auf einmal um 2:15 bin ich aufgewacht durch Geböllere. Also wie weit entfernte Feuerwerke. Und manchmal auch richtig laut, boom, also richtig, als ob da eine Explosion gewesen wäre oder sowas. Und das muss, also ich habe danach geguckt, was das erstmal ist, warum, und das ist wahrscheinlich irgend so ein Todestag von einem König und so, das ist irgendwie so ein Nationalfeiertag. Und aber warum machen die das bitte 2:15 und nicht 0 Uhr? Das ist ein bisschen komisch. Ja, das war ein bisschen seltsam. Das ging ja die ganze Zeit noch weiter, also sozusagen eine halbe Stunde lang ungefähr. Und dann war es wieder ruhiger und selbst heute waren noch wieder vereinzelte Böllereien zu hören. Aber komischerweise war das nur in eine Richtung irgendwie, so, wo das herkam, und in die andere Richtung war eigentlich ziemlich ruhig gewesen. Naja. So, das mal dazu. Jetzt fahre ich erstmal los zur Grenze, das ist eine weite Strecke. 300. Ja, 300 Kilometer bis zur Grenze und dann nochmal 20 bis zum Stellplatz. Gut, aber das seht ihr dann vielleicht irgendwann. Also ich weiß ja nicht, ob ich jetzt weitermache mit Videos. Im Moment möchte ich erstmal Pause machen. So, vielen Dank, dass ihr bei meinen ganzen Videos dabei gewesen seid, sag ich mal. Und ja, wir sehen uns demnächst mal wieder mit einem neuen Video.